Hallo, ich möchte mit diesem kleinen Videofilm zeigen, wie einfach Sie mit RIA eine vorhandene physikalische Maschine in eine virtuelle Maschine umkopieren oder migrieren können. Wir haben hier einen DL360-Server, auf dem RIA installiert ist, ein /10-System. Das hat RIA hier auch schon einwandfrei erkannt. Und wir haben hier eine relativ einfache RIA-Konfiguration schon vorbereitet. Er soll einfach ein ISO-Image erzeugen, das wir später mittels PXE dann booten lassen können und ein TGZ-Archiv mit den ganzen Daten auf einen NFS-Server rausschreiben. Die Partitionierung dieses Systems ist absichtlich relativ kompliziert. Viele Partitionen, LVM liegt auch noch darüber. Dann haben wir anschließend noch alles mögliche an Dateisystemen draufgepackt. X2, X3, XFS, ReiseFS, VFAT, alles was das Herz begehrt. RIA soll ja auch zeigen, was er kann. Wir beginnen einfach mal mit dem Backup-Prozess. Ein RIA-MK-Backup legt los und baut als allererstes erstmal die Rescue-Umgebung zusammen, die wir dann später eben booten können. Das ist ein weniger Megabyte großes oder kleines Linux-System, das er aus der vorhandenen Installation hier heraus baut. Das heißt, er kopiert eben Kernel, er kopiert die Module. Das heißt, auch nachkompilierte Sachen werden in diese Rescue-Umgebung mit aufgenommen, sodass sichergestellt ist, dass dieses Rescue-System auf dieser Hardware später definitiv wieder booten wird, selbst wenn hier exotische Anpassungen vorgenommen wurden. Sollten wir nicht nur TGZ im NFS-Laufwerk machen, sondern eine Backup-Software in Wirklichkeit im Hintergrund benutzen, dann würde auch die natürlich in das Rescue-System mit aufgenommen werden, damit er später die Daten auch wieder von dem Backup-Prozess zurückholen kann. Er baut jetzt die init.rd für die neuen Kernel-Module und sobald er damit durch ist, beginnt er mit dem eigentlichen Backup der Daten, also die ganzen Nutzdaten dieses Servers, rauszuschreiben. Hier also das TGZ. Da spulen wir jetzt ein bisschen vor, das müssen wir nicht alles abwarten. In Wirklichkeit dauert das halt 1, 2, 3 Minuten, je nach Datenmenge. Aber sobald er damit durch ist und das alles rausgeschrieben hat, ist er mit dieser Maschine hier fertig und könnte jederzeit einen baugleichen DL360-Server, so wie er daherkommt, frisch aus der Verpackung, recovern, alles wieder einrichten und die ganzen Daten zurückspielen, sodass er im Desasterfall diese Maschine binnen Minuten wiederherstellen kann. Das ist aber langweilig. Wir wollen Ihnen jetzt einfach gleich mal anweisen, das Ganze auf einer anderen Hardware auszurollen, um zu zeigen, wie RIA die andere Hardware erkennt und einfach migrieren kann. Wir greifen jetzt also einfach auf ein VMware-System zurück, das noch komplett uneingerichtet ist, einfach nur eine VMware angelegt worden ist. Hier weisen wir jetzt über PXE unser Rescue-System zu, das wir gerade erzeugt haben. Da ist es auch schon. Hier ist der Boot-Manager davon. Wir booten also einfach dieses RIA-Rescue-Image. Und als erstes wird er natürlich erstmal feststellen, dass sich die Netzwerkkarten geändert haben, weil die Hardware ja eine ganz andere ist. Die brauche er aber, damit er auf das NFS-Laufwerk zugreifen kann. Und wir geben jetzt einfach an, welche Netzwerkinterfaces er da benutzen soll. Und da ist er auch schon hoch und hat hochgebootet. Wir haben hier eine Konfiguration schon mal vorbereitet, ein bisschen dafür, denn RIA kennt sogenannte Mapping-Dateien. Das heißt, ich kann vorab schon festlegen, dass irgendwelche Hardware später durch andere Hardware ersetzt wird. Ich kann also im großen Stil vollautomatisch Migrationen durchführen, wenn die halt ein bisschen vorbereitet worden sind. Hier zum Beispiel haben wir eine Mapping-Datei, dass er den alten RAID-Controller durch DevSDA ersetzen soll, denn das ist jetzt natürlich unsere neue Festplatten-Partition aus dem SAN, auf die wir da zurückgreifen können. Diese Mapping-Datei löschen wir mal, damit RIA eben nicht weiß, was er machen soll und uns fragen muss. Und wenn wir jetzt den Recover-Prozess starten, dann wird er natürlich als erstes seine alte Festplatte vermissen, sieht aber auch, es gibt eine 82 GB große, ausreichend große andere Platte, die er uns einfach anbietet und die soll er jetzt natürlich auch benutzen. Diese andere Festplatte richtet er jetzt ein, er legt die Partition an, er richtet das LVM wieder ein. Er legt natürlich die ganzen unzähligen Dateisysteme an, die wir dort hatten. Und sobald er damit durch ist, beginnt er dann das TGZ aus dem NFS-Laufwerk wieder auszulesen und zurückzuspielen oder eben, falls vorhanden, die Backup-Software zu benutzen, die das Ganze dann aus ihrem Tape oder wo auch immer herholen soll. Auch das dauert jetzt natürlich wieder 1, 2, 3 Minuten. Auch hier spulen wir natürlich einfach wieder ein bisschen vor. Aber im Endeffekt muss RIA jetzt im Hintergrund noch ein paar Anpassungen vornehmen für geänderte Hardware, für die ganzen Pfade. Er muss natürlich auch die init.rd dieses Servers ein bisschen anpassen auf die jetzt neuen Kernel-Module für die Netzwerkkarte oder den Festplattenzugriff. Das macht er alles so, dass wir das nicht sehen können. Das macht er alles automatisch im Hintergrund. Aber sobald er jetzt damit durch ist, muss er nur den Bootmanager neu einrichten. Und das war's auch schon. RIA ist fertig. Diese Maschine kann jetzt rebooten und wenn sie wieder hochkommt, dann ist es ein 1:1 Abbild des alten physikalischen Servers, aber jetzt eben migriert in die virtuelle VMware-Umgebung
und das System ist lauffähig und wird funktionieren. Das war's.